Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Die verlorene Epoche. Wir sind jetzt hier in diesem Dörfchen im nördlichen Teil des westlichen Königreiches. Also hier leben die magischen Menschen getrennt von den gewöhnlichen Menschen. Wir werden uns hier noch ein bisschen umgucken und dann muss ich mal schauen, wo es weitergeht. Denn wir wollen ja immer noch... Ja, was wollen wir jetzt eigentlich? So ganz sicher sind wir uns da ja jetzt auch noch nicht. Wollen wir die Elementarfeuer entzünden oder nicht? Aktuell sind wir ja voll dafür. Aber naja. Seit dem Überfall des Magiers bin ich mir da nicht mehr so sicher. So, wunderschönen guten Tag. Entschuldigt, aber ich habe momentan wirklich keine Zeit, um mich um Fremde zu kümmern. Ich habe noch einige Dinge zu erledigen. Ein Hallo wäre ja schon gut gewesen. Hallo? Gibt's hier eine freundliche Person? Willkommen in meinem kleinen Zuhause. Es ist schon lange her, dass ich Besuch hatte. Danke für die freundliche Begrüßung. Anscheinend sind doch nicht alle Leute so abweisend in diesem Land. Ich weiß nur zu gut, was ihr meint. Aber man kann es manchen Leuten auch nicht übel nehmen. Die Situation hier ist auch nicht gerade angenehm. Na egal. Gibt es einen bestimmten Grund, dass ihr hierher gekommen seid? Eigentlich nicht. Wir sind auf der Durchreise. Aber ich nehme mir gerne die Zeit, mich mal ein wenig mit den Leuten zu unterhalten. Gibt es vielleicht irgendwelche besonderen Ereignisse? Ja, in den letzten Tagen scheint wohl einiges los hier zu sein in diesem Land. Wie ich hörte, kämpfen die gewöhnlichen Menschen im Süden gegen eine größere Ansammlung von Monstern. Und auch hier wurden mehrere Magier nach Kevan abgezogen. Die haben das Wachhaus hier einfach unbesetzt zurückgelassen. Und wer soll sich dann um die Monster kümmern? Einige Leute hier haben sich dafür freiwillig gemeldet. Wir wissen uns ja durchaus selbst zu wehren. Das Wachhaus wurde sogar extra offen gelassen, damit die Leute an die Ausrüstung konnten. Das hat es zuvor noch nie gegeben. Anscheinend befürchtet der König ebenfalls einen Monsterangriff. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, dass sie absolut jeden abgezogen haben. Das ist ziemlich beunruhigend. Danke. Vielleicht kriegen wir ja noch heraus, was es damit auf sich hat. Ich hoffe, die beeilen sich mit ihren Vorhaben, was auch immer die in Kevan machen. Ein paar Wachen als Sicherheit fände ich wesentlich angenehmer, als dass wir uns selbst darum kümmern müssen. Wir können wohl nur abwarten. Okay. Vielleicht bahnt sich ja doch eine größere Katastrophe an. Ich habe Berichte gehört, dass in Kevan vor kurzem zwei Kriegsschiffe des Königs ausgelaufen sind. Was das wohl zu bedeuten hat? Kriegsschiffe? Ah, ich grüße euch. Bitte nehmt nicht zu viel meiner Zeit in Anspruch, wenn es nichts Besonderes ist. Ich habe noch einiges zu studieren. Studieren? Was denn? Natürlich die Magie. Was denn sonst? Und in welche Richtung? Immerhin gibt es 8 verschiedene Formen von Magie. Ich rede nicht von dieser gewöhnlichen Elementarmagie, sondern von der Arkanmagie. Sie zu lernen ist sehr schwierig. Arkane Magie? Soweit ich weiß, wurde die doch erst vor kurzem entdeckt. Das ist richtig. Viele wollten sie sofort beherrschen, aber wer so gierig danach ist, hatte keinen Erfolg dabei. Naja, wir können damit nicht viel anfangen. Dann lassen wir euch besser mal in Ruhe. Die arkane Magie als eigene Form. Interesting. Das hier dürfte wohl das Wachhaus sein. Hier sind ein paar Gegenstände drin, aber ich denke, ich nehme sie besser nicht. Die Leute hier werden sie wohl eher gebrauchen können. Quatsch! Wir sind die, die hier die Welt retten! Mensch. Monsterparty! Oh, warum ist die Musik so laut? Okay. Ja. Das sind ja nur die, die waren ja putzig. Halt. Ja, okay, so viel zu putzig. Ja. Balsam, Eruption, Mundschnitte und du. Nimmst einen Heiltrank. Eisblitz, Eruption, dunkle Wolken. Go, go.
Ach, als ob der noch lebt. Mensch. Yay, 2 Level-Ups. Okay. Kommen direkt die nächsten. Seitlicher Pfad? Hast du was für mich? Ah ne, da geht's einfach nur hier rüber. Mit noch mehr Monster. Scheiße. Moment. Balsam. Regenerationsstein. Regeneration. Dunkle Wolken. Was? Mein Magiefluss stören? Und lähmen? Geht's euch eigentlich noch gut? Feuerstein! Ja, brennt! Finde ich aber ganz schön fies. Heil mal den Dude hier. Werde niemals aufgeben. Attacke! Duckt sich. Ich glaub, zack. Au! Ja, ist nicht mehr gelähmt. Puh. Eisblitz, Angriff, Mondwirbel, dunkle Umarmung. Alle drauf jetzt. Hier ist die Festung Cerebrax. Ein gewaltiges Bauwerk der magischen Menschen. Allerdings darf nicht jeder hier einfach so rein. Nicht? Und wenn ich es einfach probiere? Keinen Schritt weiter. Niemand darf die Festung Cerebrax betreten ohne Erlaubnis. Fremden ist der Zutritt nicht gestattet. Bleibt weg. Wenn ihr Ärger wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Wagt es ja nicht, auch nur eine falsche Bewegung zu machen. Okay, ich lasse es sein. Ich würde wenigstens gerne mal einen Blick drauf werfen, aber ich sehe nur Mauern. Na gut, dann müssen wir woanders hin. Ich muss jetzt nur gucken, wohin. Müssen wir wohl vielleicht doch Richtung Süden bleiben. Was ich aber mal kurz mache, es gab hier doch ein Inn. Das weiß ich. Genau. Mal eine Runde schlafen. Und dann sollten wir Richtung Süden aufbrechen. Ich glaube, das ist doch besser. Ich denke, ich bin zu früh Richtung Norden aufgebrochen. Aber da muss ich mal gucken, wo ich genau hin muss, weil es kam mir so vor, als gäbe es nur den Weg Richtung Norden, aber kann auch sein, dass ich was wieder komplett übersehen habe. Wäre ja nichts Neues. Ey, nicht in den Weg stellen. So, schauen wir mal. Hier geht's ja auch noch lang. Schauen wir hier. Eine Truhe. Und die auch schon. Zwei gemischte Elixiere. Heilt körperliche Statusschwächung und 50 LP. Und eine Höhle. Und sonst nix. Hallo Höhle. Fledermäuse. Schattenschwinge. Das ist ein netter Name für Fledermäuse. Gefällt mir. Gut. Angriff. Die sind ja knuffig. Okay, da geht's mal nicht weiter. Ja, auch nicht.
Hallo, Fledermäuse. Niemals! Auch gleich drei. Ja, dann, wenn ihr es so wollt. Na komm, anders. Noch den Feuerstein noch mit dazu. Haben wir drei Gruppenangriffe. So, Attacke! Ach komm schon. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? Zwei? Drei? Alter, was ist das denn für eine Verarsche? Was ist das denn für eine Höhle? Muss doch noch einen anderen Sinn haben. Okay. Vielleicht irgendwie eine Nebenquest, die noch irgendwie auftaucht, keine Ahnung. Aber war ja jetzt mal komplett sinnlos. Seltsam. Sehr seltsam. Nun gut, dann schaue ich mal, dass ich den Weg wieder Richtung Süden finde. Attacke! Feuerstein! Eruption! Zack, 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 bom, bom! Ah, der Damage kann sich sehen lassen. Plupp. Ja, ganz einfach. Nee, keine Lust auf euch. So, Süden. Dann mal gucken. Da war auch eine Höhle. Was gibt's hier drin? Na, immerhin eine Truhe. Zwei Stärketränke. Und da oben liegt noch was. Ah! Drecksviecher. Ja, kritisch. Ich zeige euch mal kritisch hier. Zack, so geht das. Das war ein sehr schöner Zufall. So, was liegt denn hier? Runde der Macht. Klingt interessant. Erhöht alle Attribute um 2. Wer will? Moment, machen wir so. 3, 2, 1. Okay. Ich bin halt immer noch der Meinung, solche Runen sind eigentlich. Da hatte ich lieber bei. Wo war das denn? Irgendwas, da konntest irgendein Spiel, da konntest. War es eine Gerätschaft oder so? Ich weiß es nicht mehr, wo du einfach bei der gesamten Party einfach so Angriff plus 10 machen konntest oder sowas. Sowas finde ich schon besser. Ah, das war in Vampire Stone 2, dieses Skill-System quasi, wo man Seelen einsetzen konnte, wo du dann sagen konntest, ganze Party hier bis Angriff plus 50, glaube ich. Das fand ich schon cooler. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich gerade hinrenne. Ich laufe gerade einfach nur. Und schaue, was mir entgegenkommt. Eine Truhe? Niemals! Ah, das sieht schön aus. Weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich habe da ein dumpfes Gefühl.
Okay, alles gut. Unnötig Angst gehabt. Sil, was am... Ich wollte gerade sagen, du bist kein Gegner, oder? Ihr solltet euch besser nicht in dieser Gegend rumtreiben. Man wird euch eh keinen Einlass in die Hauptstadt gewähren. Sagst du. Verehrte Reisende, aufgrund der kürzlichen Ereignisse ist es niemandem gestattet, die Hauptstadt zu besuchen. Wir bitten um ihr Verständnis. Und wenn ich es einfach trotzdem probiere? Halt, stehen geblieben. Falls ihr das Schild nicht gelesen habt, niemand darf hier durch. Warum? Ich war noch nie in dieser Stadt und würde sie gerne mal besuchen. Aufgrund der Monsterangriffe auf Myrvale und den Vermutungen zur Folge, dass die Adepten aus den Wäldern und Sümpfen südlich von hier dahinter stecken, darf niemand rein. Es könnte ja einer von ihnen sein. Und wie lange soll das so weitergehen? Früher oder später müssen die Leute mal raus oder rein. Da ich euch nicht kenne, werde ich diese Information nicht preisgeben. Ihr werdet es noch früh genug erfahren, wenn es soweit ist. Lass uns gehen, Drake. Das bringt doch nichts und so toll ist die Stadt nun auch wieder nicht. Wenn er das mal nicht gehört hat. Okay. Es ist ja im Süden das Problem. Dann schauen wir doch mal, ob wir vielleicht diese Adepten finden. Ich finde die patrouillierenden Soldaten hier übrigens echt cool. Was macht ihr denn hier in dieser Gegend? Außer Monster werdet ihr hier nichts finden. Geht besser wieder zurück. Oh. Ich hoffe, das klang jetzt nicht allzu ekelhaft. Kurzes Päuschen, ich brauche ein Taschentuch. So, Nase ist geputzt, weiter geht's. Bisher sind nur wenige Monster hier aufgetaucht und wir konnten sie mit einiger Mühe besiegen. Falls es eine richtige Welle von denen kommt, will ich gar nicht daran denken, was passiert. Die Tür ist verschlossen. Okay, also da hinten scheint wohl der Tod zu warten. Und da unten auch. Die Frage ist jetzt, wo gehen wir lang? Ich speichere mal und laufe jetzt einfach mal hier links. Ich bin vielleicht neugierig, aber in ein Dorf voller Monster ohne Grund zu laufen wäre einfach nur idiotisch. Wenn die Elementarfeuer entzündet sind, dürften sie eh verschwinden. Also kümmern wir uns besser darum. Okay, dann gehen wir halt Richtung Süden. Noch weiter sollten wir nicht gehen, Drake. Ich kenne diese Adepten noch von früher, sie sind nicht zu unterschätzen. Hast du etwa Angst? Nein, aber ich rede hier nicht von ein paar einfachen Monstern oder Soldaten. Die sind mindestens genauso stark wie wir und in der Überzahl. Okay. Und wo muss ich jetzt lang? Muss ich mal schauen. Aber sonst viele Alternativen gibt's ja nicht mehr, oder? Das ist ein bisschen das Problem am Mapping hier. Wobei es eigentlich auch schon wieder realistisch ist. Also, kann man jetzt sehen, wie man will. Es sieht alles relativ gleich aus, dadurch fällt teilweise auch die Orientierung schwer. Wer bist du? Hallo, was macht ihr denn hier so weit abseits der Stadt? Ach, wisst ihr, ich denke kaum, dass mich manch einer in seiner Nähe haben möchte. Wieso, seid ihr etwa ein Magier? Ein Magier? Nein, nicht wirklich. Aha, und wer seid ihr stattdessen? Ein Albtraum, wie er im Buche steht. Doch da ich weiß, dass ihr Menschennamen bevorzugt, könnt ihr mich Nantes nennen. Okay, gut. Wir gehen dann mal besser wieder. Okay. Muss ich dich kennen? Muss ich dich kennen? Irgendwer hatte von euch doch in den Kommentar geschrieben, dass bald ein Gastauftritt kommt. Wer bist du? Ich bin verwirrt. Wahrscheinlich irgendein Spiel, was ich nicht gespielt habe. Tja, mir gehen die Optionen aus. Wenn ich jetzt hier nach
umgehe, komme ich ja nur wieder dahin, wo ich schon war. Oder? Weil der Weg führt ja zwangsläufig irgendwann mal nach links. Ja? Oder auch nicht. Ah, stimmt, es gab ja noch diesen Part, den hatte ich ja sogar schon mal entdeckt. Aber ich bin hier nicht weitergegangen, stimmt. Ja, dann schauen wir uns doch hier mal um. Schlechtes Mapping. Aber gut. Meckern auf hohem Niveau. Simuliert einen sehr dichten Wald. Was seid ihr denn? Eine Truhe! Magische Rüstung. Ich glaube damit, ja, gut. Ja, komm. Wahrscheinlich steht jetzt hier irgendwo nämlich der neue Turm. Und ich muss ihn aber erstmal finden. Und da unten war ja der richtige Horde an Monstern, ey. Halt, halt, stopp. Feuerstein, Eruption. Mondwirbel. Dunkle Wolken. Feuer ist hier ja richtig schön. Ja, die sind auch stark. Also die halten gut was aus. Servus da unten. Runde des Angriffs. Okay, mehr scheint es da nicht zu geben. Und jetzt ist natürlich die Brücke belegt. Ah! Haha! Geschickt wie eine Katze. Hier geht's wieder zurück. Kann ja nicht alles gewesen sein. Das kann ja nicht. Ja, okay. Wenn's sein muss, Leute, wenn's sein muss. Ach nö. Problem oder was? Komm mal, fertig hier. Sehr schön. Ein bisschen Mana gespart. Hier oben ist definitiv zu. Hier. War ich hier gerade eben schon? Ist so verwirrend. Ja. Oh, Jung. Ist das mit der riesigen Monsterkolonne? Hm.
halt schwierig. Wo geht's hier weiter? Geht's hier überhaupt weiter? Das ist ja auch die Frage. Give me a Hinweis, please. Geht's wieder zurück? Gibt's doch nicht. Hier muss doch irgendwo was sein. Gebe nicht auf. Es muss hier doch was geben. Eine Höhle sehe ich hier zum Beispiel auch nicht. Nur wieder fiese, blöde Monster. Feuerstein, Eruption und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja. Nein. Okay. Was sein? Noch hier oberhalb? Nichts. Gar nichts. Die Brücke. Hier lag ja was. Und mehr ist hier nicht. Das ist doof. Das ist sehr doof. Und hier geht's auch nicht weiter. I'm confused. I'm very, very confused. Planlose Lauferei. Nee, dann bin ich hier erstmal raus. Und ich erkundige mich mal, wie es hier weitergeht. Sonst irre ich hier noch ewig rum. Also gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Die verlorene Epoche. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Euer Daniel. Adios.